Wir sind hier an der schönen Donau, das Wetter ist super. Wie ist euer Feeling jetzt zum Donauinselfest? Wir können nicht besser sein. Wir sind angekommen, so ein bisschen verstrahlt, weil müde, aber unglaublich geiles Wetter, gutes Essen bekommen. Ey, wir haben Bock. Sehr schön. Man kann dem kaum was hinzufügen. Es ist einfach Sommerparty, es ist wunderbar. Man sollte nicht unbedingt auf die Dixies gehen. In den Dixies ist es heißer als in der Sauna, ohne Scheiß. Das macht man einfach nicht hier. Wie ohne Scheiß? Einheitliche Meinung hier zu den Dixie-Clubs und zum Wetter, sehr schön. Kommen wir mal zur Musik. Ihr habt in diesem Jahr euer viertes Album Oh, ein Reh rausgebracht. Und ihr sagt, man soll auf die Details, auf die kleinen Details und auf das Kleine im Leben achten. Wie habt ihr dann diese Message in eure Songs gebracht und wie klingen dann die Titel zusammen mit der Musik mit dieser Message? Gar nicht so einfach zu beantworten, diese Frage. Hast du eine Antwort? Es sind ja so viele kleine Details drin. Es ist ja ein rauschendes Fest der kleinen Details. Wenn man sich auf alle konzentriert, wird man einfach hardcore betrunken sein hinterher. Im Geiste quasi. Also ein Mindfuck. Das hat er schön gesagt. So ein bisschen. Aber im positiven Sinne. Also Mindfuck ist ja auch immer so ein bisschen so, ne, negativ behaftet. Ich glaube, das ist so eine Art, ja, wie soll man sagen, so eine riesengroße Liebesklatsche vielleicht oder so. Ein Love-Mindfuck. So. Pathetisch auf die Fresse. Oder ohne Pathos. Ja, doch. Also für auch. Ist es schnell. Aber alles. Also das ist es ja, glaube ich. Es ist ja alles und die Tragik ist ja meistens auch alles gleichzeitig. Manchmal auch hintereinander. Also ich würde auch sagen, dieses auf die kleinen Dinge achten, das ist quasi eigentlich hauptsächlich aufs Cover bezogen, weil da so ein ganz, ganz kleines Reh ist und die Platte halt Oh, ein Reh heißt. Aber auf der Platte an sich bei der Musik, würde ich sagen, holen wir auch schon eigentlich wieder groß aus. Eigentlich geht es uns immer um die Rettung der Welt und des großen Ganzen. Sehr schön gesagt. Ihr habt unter anderem in einem Interview gesagt, dass ihr von einer gewissen Rastlosigkeit getrieben werdet und euch ständig auch in Weiterentwicklung befindet. Gerade in dieser Zeit, die so unglaublich schnelllebig ist, vor allem auch im Musikbusiness, wie schafft ihr da die Gratwanderung zwischen Prozess und Authentizität, die ihr auch in eurer Musik auslebt? Indem man sich nur um den Prozess kümmert und in den Rest möglichst wenig Energie reinsteckt. Ja, also es ist nicht immer ganz einfach, aber es ist, also so esoterisch es klingt, die einzige Energie, die man aufwendet oder die wir aufwenden, ist eigentlich die, dass wir so gut es geht versuchen, einfach laufen zu lassen. Also sprich Energie aufwenden, um sich so ein bisschen Dinge an sich abperlen zu lassen, so, sich so ein bisschen einzuhöhlen und mal zu schauen, wie weit man damit kommt und vor allem den Song entscheiden zu lassen. Also nicht sich, also wir versuchen uns nicht vorher hinzusetzen, zu sagen, die Platte soll irgendwann da und da landen oder das ist eine Nummer, die gefällt uns, aber da merken wir jetzt schon, die passt nicht rein oder sowas. Sowas versuchen wir großteils von uns abzuschütteln und jede Entscheidung irgendwie für jeden einzelnen Song zu treffen, was dann am Ende zur Folge hat, dass so der einzige rote Faden auf der Platte wahrscheinlich wir sind. Ja, wir unterscheiden einfach nicht zwischen Prozess und Authentizität. So. Also wenn man Musik ist, dann ist es halt eins. Okay. Mit Meine Sonne behandelt ihr auch ein sehr ernstes Thema und welches auch autobiografisch ist, beziehungsweise euch auch sehr persönlich nahe geht. Wie geht ihr denn damit um, dass ihr, wenn ihr solche persönlichen Texte schreibt, auch eben eine gewisse Angriffsfläche bietet? Angriffsfläche, naja, also um ehrlich zu sein, ist es so bis jetzt eine Sache der Erfahrung, dass wenn wir bis jetzt Angriffsfläche geboten haben, wurde die in den seltensten Fällen zum Angriff missbraucht. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass das ist ja auch Sinn von Musik, je persönlicher es wird und je nackter man am Ende auf der Bühne ist, desto eher findet eine Vereinheitlichung zwischen Publikum und Band statt und auch innerhalb des Publikums. Also es geht nicht um Subkulturen oder um Ausgrenzung, sondern es geht irgendwie um eine Form von Verbundenheit und um ein gemeinsames Erlebnis, gegebenenfalls sogar darum, dass man weiß, dass es jemanden gibt, der einen versteht. Und also gerade jetzt in Bezug auf diesen ernsten Text. Und ich glaube, der Moment, wo
man sich allein fühlt. Das sind Momente oder das kann ein Moment sein, der einem unglaublich viel Kraft kostet. Und wenn man durch irgendeine Möglichkeit das Gefühl bekommt, nicht mehr allein darin zu sein, sprich verstanden zu werden, dann gibt einem eventuell genau das den Schub Kraft, den man braucht, um wieder Spaß und Freude haben zu können. Man kann, glaube ich, auch sagen, dass wenn man einen persönlichen Text schreibt, ist man vielleicht sogar viel weniger angreifbar, weil man hat ja einfach, es ist ja wahr, das ist eigentlich, kann man es nicht anfechten, es ist so, wie es ist, man hat es halt gesagt und wenn dann jemand sagt, das passt mir aber nicht, dann ist es definitiv mehr egal, als wenn es jetzt keine wirklich ernste Geschichte gewesen wäre. Okay, mehr egal und kommen wir dann zur nächsten Frage, vor allem Enttäuschungen. Enttäuschungen in der Musik oder Enttäuschungen resultieren ja vor allem auch immer aus unerfüllten Erwartungen. Wie geht ihr persönlich mit Misserfolg und eben diesen Enttäuschungen dann im Nachhinein um? Erwartungen, also wir haben irgendwann eigentlich von Album zu Album mehr versucht, uns von Erwartungen zu lösen. So ein bisschen deshalb, weil man vielleicht einfach grundsätzlich sagen kann, dass Erwartungen nicht zum Glück führen. So, vor allen Dingen, selbst wenn sich Erwartungen mal einstellen, so wie man es möchte, dann ist man ja an einem Punkt, wo man trotzdem irgendwie weiterkommen muss. Und ich glaube, der einzige Weg als Band irgendwie glücklich zu bleiben oder seinen Weg weitergehen zu können, ist, sich wirklich strikt von jeder Erwartungshaltung freizumachen. Es ist natürlich nicht ganz leicht zu schaffen. Es ist eher wie so ein Glückskeksspruch, so, das muss man erstmal hinkriegen. Aber der Wille ist da. Und der Prozess. Also ich glaube, dass allein der Prozess, sich von Erwartungen freizumachen und so, auch da, es klingt wieder unglaublich, ne, so dahergefloskelt, aber sozusagen den Ist-Zustand als etwas zu nehmen, was einen irgendwo hinführt. Und dieses, wo das sein wird, mit offenen Armen zu empfangen, weil es in irgendeiner Form Sinn macht, das ist ein Prozess, an dem man nur wachsen kann. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt behaupte, ich bin da. Ich bin frei von jeder Erwartung an mein Leben oder mein Umfeld oder mich selber. Aber der Prozess dahinter merke ich schon, dass der ein maßgeblicher Umstand ist, der mich, glaube ich, so ein ganz kleines bisschen, wenn auch nicht körperlich, wachsen lässt. Hat euch denn der Prozess jetzt von eurem Anfängen bis hierher menschlich verändert oder sagt ihr, ihr seid irgendwie immer noch die gleichen geblieben? Nee, natürlich. Aber jeder Entwicklungsprozess, jede Lebensphase verändert einen. Ich glaube, der einzige Unterschied zwischen Menschen besteht darin, dass es Menschen gibt, die an einem Ist-Zustand versuchen festzuhalten oder auf ein ganz klares Ziel hinarbeiten und alles andere versuchen auszublenden. Und Menschen, die ihren Entwicklungsprozess bewusst wahrnehmen und genau das als Leben erfahren und als Freude am Leben. So, und ich glaube, also natürlich haben uns die letzten Jahre geprägt, wie alle anderen Menschen von ihren Jahren auch geprägt sind. Aber wir haben natürlich ein wahnsinniges Geschenk bekommen, damit, dass wir das machen dürfen, was wir machen. Und wir wissen aber auch, dass das etwas ist, was eventuell zeitlich begrenzt ist. Und dementsprechend wachen wir, glaube ich, alle drei regelmäßig morgens auf und denken, wow, ey, fette Scheiße und das ist echt geil. Und ich glaube, so eine Form von Dankbarkeit, die haben wir, oder habe ich persönlich für mich in den letzten Jahren erlernt, so ein bisschen. Ihr habt jetzt gesagt, ihr wurdet auch von Menschen geprägt. Jetzt nochmal, gibt es vielleicht ein literarisches oder filmisches Werk, das eure Musik nachhaltig beeinflusst hat, wenn ihr das vergleichen würdet? Also tatsächlich werden wir oft gefragt, ob es sowas wie Inspiration für Großstadtgeflüster gibt. Wir sagen da immer nein, was auch stimmt, weil es gibt bei uns eigentlich immer den Versuch, sich von allem freizumachen, was es schon gab. Wir versuchen immer, das Rad ganz neu zu erfinden. Und trotzdem gibt es immer natürlich Sachen, auf die wir uns einigen können, die einfach ohne Zweifel in jeder Hinsicht total geil sind. Da gehört bestimmt zum Beispiel Monty Python dazu als Gesamtwerk oder Queen oder so. Aber wenn man jetzt Queen hört, dann kommt man nicht auf die Konnecke zu dieser Band. Und das ist eben, wie gesagt, auch gar nicht erwünscht. Also. Nee, ich glaube, jedes Buch, was einer von uns liest, jeder Film, der einen von uns berührt und jede Platte, die wir im Laufe unseres Lebens gehört haben, nehmen zwangsläufig Einfluss auf unser Schaffen. So. Dann noch eine letzte Frage. Was wurdet ihr noch nie gefragt und was würdet ihr gerne mal gefragt werden oder beantworten? Also wir wurden noch nie gefragt, ob man die Frage vielleicht mal nicht stellen sollte. Okay. Im,
Mir fällt da jetzt auf Anhieb auch nichts ein. Okay, dann warten wir mal bis zum nächsten Jahr Donauinselfest. Vielleicht habt ihr dann ja eine Frage, die euch... Ja. Die, oder du stellst uns nächstes Jahr eine Frage, wo wir sagen können, Alter, das wurden wir noch nie gefragt und das ist so geil, dass du das jetzt fragst. Genau. Du solltest die Frage stellen, die du dich noch nie zu fragen getraut hast. Da würden mir jetzt spontan schon welche einfallen, aber ich denke mal... Schade, dass die Zeit jetzt schon rum ist. Schade, dass die Zeit... Ja, total schade. Nee, vielen, vielen Dank für das Interview. Danke für eure Zeit. Okay.